Das läuft übrigens folgendermaßen ab. Ihr bewerbt euch ganz normal auf der Homepage zum Rang des Supporters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf dem Revinzeit.tv Server. Wir spielen Bed Wars. Wie das geht, wisst ihr, wenn nicht, checkt mal mein Video aus, wo ich erkläre, wie Bed Wars funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Nein. Da ist schon jemand, der unbedingt bauen möchte, weil er igeln kann. Gut, dann lassen wir ihn halt bauen. Ist mir auch egal. Habe ich gar kein Problem mit. Weil, ne, wir es nicht können. Ich es nicht kann. Das weiß man ja schon. Und er gleich hier runterfällt. Und von daher nutzen wir die Chance. Warten ab. Siehst du? Das war das, was ich meinte. Aber irgendwie lacht da noch ein Block rum. Wie kann das denn sein? Komisch eigentlich. Jetzt doch nicht überholt uns doch. Das finde ich so eine dreiste Taktik. Viele Gegner überholen uns einfach dann. Ich hab ein Schwert, du kannst nichts machen. Und du auch nicht. Verdammt! Das gibt's nicht. Runtergefallen. Ich habe vorhin eine kleine Runde Slither.io aufgenommen. Wenn es interessiert, kann das Video gerne angucken. Ich finde, das ist ein geiles neues Spiel. Ist ein bisschen vom Prinzip her so wie. Bad Wars, würde ich schon sagen. So wie hieß denn das andere Spiel noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Agar.io. Genau. Ist vom Prinzip her fast genauso. Von den Grundprinzipien zumindest. Ich finde allerdings Slither ein bisschen geiler noch. Ich weiß gar nicht warum. Ist einfach so. Ist ein Loch in der Decke? Alles klar. Ja, komm. Ist alle von uns gewesen? Ja. Gut, das war wohl nix. Egal. Komfort, gibt Schlimmeres. Dafür sind wir vor unserem Team hier wieder in der Base. Das hat man auch nicht so oft. Ich nehme wieder nur Blöcke und rush erstmal rein. Ich hoffe mal. Jetzt spammen sie wieder. Das ist leider so. Es gab vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage im Chat. Also in der Lobby. Wer denn wohl dafür ist, dass der Bogen Unendlichkeit verliert. Also, dass man nicht mehr unendlich viel Pfeile hat. Finde ich persönlich sehr geil. Bist du durch mich durchgelaufen? Was schlägst du mich denn jetzt? Hör doch mal ab. Gut, das war nix. Wie gesagt, finde ich persönlich sehr geil, weil ich hasse dieses Bowspam. Dann muss man zumindest noch ein paar Pfeile kaufen, um irgendwas zu erreichen. Finde ich persönlich besser. Weil dieses ganze Bow-Spam mache ich zwar auch ab und zu, darf ich mich eigentlich gar nicht beschweren, jedoch finde ich es persönlich geiler, wenn das halt, wie gesagt, nicht mehr wäre mit dem Unendlich. Aber zur Zeit ist der Bogen auch mit Unendlich verzaubert, das ist nicht so geil, oder der Pfeil, ich weiß es gerade gar nicht. Wie gesagt, finde ich persönlich nicht so gut, weil dieses Bow-Spam nervt teilweise doch echt. Gerade auf solchen Maps wie hier ist das nicht so ganz cool. Ist einfach nicht so angebracht, finde ich. Ja, kommt wieder runter jetzt. Dankeschön. Tschüss. Muss man aber persönlich selber entscheiden. Es gibt halt Leute, die finden das geil. Ich nicht so. Ja, ja. Das meine ich nämlich damit. Okay. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gecheckt, dass wir hier unten rumstehen. Ja, doch, er hat gecheckt. Hi. Gehst du weg? Danke. Ich gehe auch zurück. Versprochen. Tschüss. Hinter uns ist keiner. So. Wir müssten mal Gold bekommen. Dann können wir nämlich Bowspam. Hi, du hast ja gar nichts, wa? Hau mal ab. Tschüss. Du auch. Danke, tschüss. Tschüss. Oh, du hast ein Schwert. Das ist. Nee, auch nicht. Ein Rückstoß. Schab. Oh, du hast aber Sachen. Das ist gefährlich. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Wir sind tot.
Ach ja, und was macht ihr so am Wochenende? Irgendwas Spannendes passiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Bei mir nicht so viel. Ich habe, wie ihr hoffentlich wisst, einen Minecraft-Server und einen TS-Server. Was tue ich hier zur Hölle? So. Hab da ein bisschen dran gearbeitet, gerade am TS. Da sind jetzt ein paar Neuerungen. Wir haben jetzt ein Shop-System und so weiter mit eingeführt. Ringe könnt ihr kriegen. Aktuell ist Bewerbungsphase. Wir suchen Supporter, Moderatoren und Developer für den Server. Sowohl für den Server als auch für den TS. Also für Minecraft-Server als auch für den TS. Rot in Abse. Ah, cool. Rot in Abse. Hau ab. Ja, das bringt gar nichts, wenn wir in der Base rumchillen. Wir können vielleicht mit dem Bomber runterhauen. Das wäre vielleicht ganz nice. Ja, oder wir sterben einfach. Das ist auch eine Möglichkeit. Könnte man auch so machen. Ja. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal drauf gucken. Geht einfach mal auf die Homepage von uns. Dann könnt ihr euch da ein bisschen informieren. Da ist alles weitere beschrieben, was ihr machen müsst. Ihr müsst mindestens 15 Jahre alt sein. Ein bisschen Erfahrung mitbringen wäre schon ganz cool. Weil solche Noobs, sag ich mal, so doof das klingt, die halt gar keine Erfahrung haben im Support-Bereich und auch keine Ahnung haben, wie irgendwelche Ränge im TS vergeben werden und so weiter, die brauchen wir nicht. Wenn ihr die Bewerbung schreibt, das läuft über Google Forms, schreibt ein bisschen mehr. Ist in den letzten Tagen, also Bewerbungsphase läuft seit Freitag, sind sehr viele Einzeiler als Bewerbung eingegangen. Das finde ich persönlich sehr erbärmlich. Dann bewirbt man sich auf irgendeinen höheren Rang. Und schickt dann so, ja, viel zu kurze Sachen, wo ich mich frage, warum macht man sowas? Geh mal weg, du hast Gold, das geht nicht. Ja, wie gesagt, das ist blöd, solltet ihr nicht machen. Es wäre schon ganz nice, wenn sowas nicht vorkommt. Du hast einen Bogen, das ist aber ja asozial von dir, geh mal weg. Ja, es bringt halt nichts, in der Base zu chillen. Weil das ist einfach traurig. Ja. Dann bewirbt man sich. Es gibt übrigens Geld dafür. Wir haben Sponsoren, die das bezahlen. Euren Supporter-Rang, falls ihr Supporter werden solltet. Das läuft übrigens folgendermaßen ab. Ihr bewerbt euch ganz normal auf der Homepage zum Rang des Supporters. Hat auch gleichzeitig einen Mod-Status, also Moderator. Der Moderator gilt. Hi. Wer macht? Nice. Der Moderator-Status gilt für den Minecraft-Server. Und der Supporter-Status, den hättet ihr dann auf dem Teamspeak. Also hätte den Rang des Supporters. Was ihr machen könnt damit, findet ihr selber raus, weil ihr den Status habt. Tja, ne? Gut. Und es, wie gesagt, läuft folgendermaßen ab. Ihr bewerbt euch ganz regulär. Wenn eure Bewerbung genommen wurde, also wenn ihr angenommen wurdet, dann habt ihr eine zweiwöchige Probephase. Bin ich gerade durch dich durchgelaufen? Ich hätte schwören können, ich habe dich erwischt. Na gut, jetzt booste ich nach vorne, das ist auch eine coole Taktik. So, jetzt haben wir erstmal Gold. Du machst gerade meine ganzen Teammates fertig. Was war das denn? Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Egal. Durchlauft jetzt zweiwöchige Testphase. Als Test-Supporter den Rang habt ihr dann auf allen Servern von uns. Wir haben ja nicht nur einen Minecraft- und TS-Server, sondern auch noch einen richtigen Game-Server. Könnt ihr euch alles mal auf der Webseite angucken. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern. Dann entscheiden wir, führen wir ein Gespräch mit euch. Also einer der höheren Admins. Da kam gerade, das war gerade die Benachrichtigung von einem Bot auf dem Server. Das weiß ich, weil ich das an dem Monitor sehen kann. Das ist zum Beispiel so, dass jetzt nämlich gerade jemand bei uns in Support geswitcht und da ich auch einen Supporter-Status habe, neben Admin und Owner-Rang, werde ich halt auch benachrichtigt, wenn jemand im Support ist. Aktuell haben wir aber genug Supporter drauf, also brauche ich jetzt nicht irgendwie wechseln. Dann, wie gesagt, führen wir ein persönliches Gespräch mit euch, was ihr so gut findet, was ihr schlecht findet, ob ihr irgendwelche Änderungswünsche habt und ähnliches. Und falls nein und alles soweit gut gelaufen ist, auch keine Beschwerden uns eingegangen sind, dann. Ja, kriegt ihr etwas mehr Rechte? Das ist der zweite Test-Supporter-Rang. Der heißt immer noch Test-Supporter, aber ihr habt mehr Channel-Rechte und mehr serverweite Rechte auf dem Minecraft-Server. Upala. Das dauert wiederum 2 Wochen und am Ende habt ihr dann entweder die Möglichkeit,
Supporter zu werden. Dadurch, also nicht zu werden, aber den Supporter-Rang dann zu bekommen, wenn alles gut gelaufen ist. Wenn es so sein sollte, dass irgendwas wirklich komplett schräg gelaufen ist, wo ihr sagt, kann man verbessern, lag nicht direkt an euch, kann man daran arbeiten, keine Frage. Wir verurteilen auch keinen irgendwie, weil er 15 ist oder 16 noch keine, nicht so viel Ahnung davon hat. Ist alles gar kein Problem, das kann man alles ja lernen, sag ich mal. Wir haben auch ein paar Vorlagen, wie man Leute supporten möchte, also wie wir das möchten, dass ihr die supportet, dass man ein paar Richtlinien hat. Ja, und wenn dann alles glatt gelaufen ist, habt ihr Supporterrang und verdient im Monat bis zu 450 Euro. Seid also quasi geringfügig bei uns beschäftigt. Alles legal angemeldet, logischerweise. Und ja, hoppala, das war richtig schlecht. Und dann habt ihr halt einen Supporterrang. Der gilt serverweit auf allen von uns aktuellen und noch kommenden Plattformen. Sprich auf allen Minecraft-Servern, MTS. Was haben wir jetzt aktuell? Ja, ich darf jetzt nicht zu viel spoilern, weil wir haben aktuell ein paar Projekte laufen, die jetzt neu kommen werden. Aber ich kann mal schon mal so ein bisschen erzählen. Also es wird neue Maps geben für Minecraft. Jetzt ruft mich schon mal jemand an. Das ist doch nervig, was soll denn das? Mann, sorry dafür. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt haben die mich total rausgebracht. Geh mal weg. Ich möchte, dass du gehst. Zumindest sollst du noch fliegen. Verdammt, das gibt's doch nicht. So, neue Maps wird's geben. Es wird ein paar Minigames geben, so ähnlich wie hier. Es gibt Bed Wars, gar keine Frage. Das kann ich schon mal auf jeden Fall erzählen. Was es noch geben wird, ich weiß gar nicht, inwiefern ich das schon mal vorspoilern darf und möchte. Aber da dürfen tue ich es, ist ja mein Server. Aber ob ich möchte, weil das ist ein Projekt, wenn das nicht so rauskommt, wie ich es gerade erzähle, dann beschweren sich wieder Leute. Darum sage ich dazu erstmal nichts. Aber seid gespannt drauf. Geht in Richtung Großveranstaltung. So, mehr sage ich nicht. Der Rang des Moderators wiederum ist quasi gleichzusetzen mit dem des Supporters. Jedoch hat er... Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Moderator und Supporter. Weil ein Moderator ist einfach dafür da, irgendwas zu regeln. Und Supporter eigentlich auch, um sich um die Probleme der User zu kümmern. Das macht Supporter und Moderator. Nur der Moderator hat auf dem Minecraft-Server noch ein bisschen mehr Rechte. Also der Mod kann nämlich dann serverweit bannen. Das kann der Supporter zwar auch, aber nur temporär. Das heißt, ihr habt... Nehmen wir mal an, es hat alles geklappt, ihr habt jetzt den Supporter-Status, dann seid ihr auf dem Minecraft-Server automatisch Moderator. Könnt aber... seid ihr auf dem Minecraft-Server automatisch auch Supporter. Könnt aber nicht bannen, beziehungsweise maximal für 6 Stunden. Wenn ihr jetzt mehr bannen möchtet, könnt ihr euch auf ein Upgrade quasi bewerben oder halt uns einfach anfragen und sagen, hier, ich möchte gerne noch Moderator werden. Dann läuft das quasi genauso ab. Wir gucken uns an, wie gut ihr den Job macht. Entscheiden dann, ob der Supporter-Rang, der Moderator-Rang für euch einen Sinn ergibt. Also sprechen wir euch darüber, warum ihr den Rang haben möchtet und so. Und wenn wir sagen, ja, das macht Sinn, dann kriegt ihr den Rang. Das dauert in der Regel, kriegt ihr den eigentlich sofort. Also ihr fragt jetzt an und 5 Minuten später habt ihr den Rang. Weil das sehr schnell entschieden wird von uns. Ich würde dich gar nicht gerne runterhauen. Na gut, du gehst auch. Mein Team getötet ihn, das finde ich cool. Ich helfe ein bisschen mit, okay, dann nicht. Schade, dann bin ich tot. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. So, so, so. Ich habe was für Blöcke gekauft. Was habe ich da gemacht? So. Genau, anscheinend hat spontan und schnell das Sinn macht für euch, sprechen darüber, warum ihr gerne noch erweiterte Server- und Bannrechte haben möchtet, weil an sich reicht der Rang des Supporters ja vollkommen aus, sag ich mal. Und darum kann man mal eben gucken, wie ihr das seht, persönliche Meinung einbringen. Und dann läuft das Ganze, denke ich, auch recht gut. Wir haben aktuell anhand der letzten Bewerbungsphase von vor 3 Monaten schon ein paar Leute, die jetzt einen neuen Supporter-Rang haben. Die sind damit sehr zufrieden, auch die neuen User haben sich bis jetzt noch nicht beklagt.
die sind sehr zufrieden mit dem Support von den Leuten, sagen auch, also die kriegen ja logischerweise uns auch ein Feedback, wenn ihr jetzt im Support seid, weil ihr Fragen habt, wenn ihr jetzt supportet, irgendeinen User, dann wird das Gespräch logischerweise nicht aufgezeichnet, weil es privat ist, aber wir können halt so ein bisschen anhand des Feedbacks von dem User mal nachfragen. Und wenn wir Bedenken haben, so, war der Support so gut, oder wenn der User halt häufiger im Support drin ist, Entschuldigung, dann gucken wir natürlich nach, warum ist er da, wer hat supportet, und wenn das immer derselbe ist, der supportet hat, und aufgrund dessen der User immer wieder kommen muss, weil der Support einfach schlecht war, dann wird er natürlich ganz schnell seinen Rang wieder verlieren. Wir sprechen natürlich vorher erstmal mit euch und sprechen an, was passiert ist und warum der Support ein bisschen negative Sachen aufweist. Und im Nachhinein dann, wenn es geklärt ist, gar kein Problem. Wenn man mal merkt, nee, das ist so ein bisschen, der kann das nicht so gut, dass du, ja, dann verliert man den Rang wieder. Ist jetzt kein Bann oder so, den gibt es auf keinen Fall, das wäre ja Schwachsinn. Man hat halt nur keinen Rang mehr des Supporters. Man kann sich dann wiederum bewerben in der neuen Bewerbungsphase. Gar kein Problem. Weil jederzeit kann man sich wieder mal bewerben. Das wäre ja blöd, nur weil jetzt einmal irgendwas falsch gelaufen ist. Man kann ja dazulernen. Das ist ja kein Thema. Ist das eigentlich unsere Kiste? Ja, ne? Ja. Nice. Bogen ist leider nicht drin. Gut, egal. Noch mehr Gold. Finde ich cool. Hauptsache Gold. So. Ne, kann ja, wie gesagt, es kann ja sein, dass ihr dazulernt. Also kann nicht nur sein, ihr werdet doch sowieso dazulernen. Und je länger man die Sachen macht, umso mehr lernt man von alleine. Und das ist halt anfangs ein bisschen schwer, ist wie mit allem, wenn man neu damit anfängt, dass man es anfangs erstmal so ein bisschen braucht, bis man da drin ist. Und es ist unangenehm oder merkwürdig ist für einen, irgendwelche Leute zu supporten, weil man kennt die halt nicht, man weiß nicht, wie man sprechen muss. Aber das ist an sich gar kein Problem und das haben bis jetzt von den neuen Test-Supportern, die jetzt Supporter geworden sind, es waren 7 Leute insgesamt, haben es 6 weitergeschafft. Und 7. Person hat von sich aus gesagt, dass sie es nicht zeitlich nicht schafft, weil es gehört ja auch ein bisschen Zeit dazu, die man braucht, um Leute zu supporten. Das ist halt auch ganz wichtig. Man kann halt nicht immer die ganze Zeit einfach offline irgendwo rumchillen oder einfach im Server sich da rumgammeln und gar nichts tun. Das wäre halt ein bisschen blöd. So, wir holen uns jetzt mal ein paar Sachen. Die sieht doch gut aus. Dann holen wir uns ein Holzschwert. So, das ziehen wir an. Das kommt dahin. Das kommt auf die 1 und auf die 2. Wir wollten einen Bogen haben, ne? So, wir holen uns eine Spitzhacke. Schön. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt habe ich nur keine Blöcke mehr. Dann ist es aber kein Problem. Wir gehen da hin, holen die Blöcke, fertig. So, zack, zack, zack. Auf wen schießt du denn? Das bringt dir. Ah, ist klar, das ist ein mega Weg da oben. Sehr cool, sehr schick. Rüstungen? Ja. Wir holen uns noch eine kleine. Mit dazu. Zack, zack, zack. So. Das sollte, denke ich, ausreichen, grob. Aber wir fallen sowieso runter. Wir werden entweder runtergeschossen oder irgendwas. Keine Ahnung. Egal, wir rennen einfach mal in die Mitte und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Weil das wäre echt die Goldverschwendung. So. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Und dadurch hat man halt die Möglichkeit, auch sehr viele neue Leute kennenzulernen, obwohl es anfangs echt komisch ist. Aber die neuen Leute haben es, wie gesagt, auch alle geschafft. Die eine Person meint halt, dass sie es zeitlich nicht schafft. Es gehört natürlich ein bisschen Engagement dazu, das ist gar keine Frage. Also wir möchten jetzt nicht, dass ihr denkt, oh hier ist Supporter, ja, habe ich voll viele Rechte, kann alles machen und so. Das stimmt nicht. Ihr habt zwar viele Rechte, aber auch nicht alle Rechte. Weil es gibt halt gewisse Grenzen. Dafür gibt es andere Sachen, andere Leute, die mehr Rechte haben und mehr können. So, das war so klar. Ich habe es gesehen, dass er da hochgegangen ist und ich habe nicht reagiert. Richtig schlecht. Ja, wie gesagt. Und dann ist es eure Entscheidung. Wir finden es immer gut, wenn sich neue Leute bewerben. Wenn ihr aber von alleine erkennt, dass ihr es zeitlich nicht schafft, dann ist es schöner für uns, wenn ihr es selber euch eingesteht, als wenn wir euch sagen müssten, euch quasi den Rang wegnehmen. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, das machen wir ungerne. Machen wir gar keine Frage, wenn es sein muss, dann ist es so.
Weil schlechte Supporter wollen wir nicht haben und Leute, die nie im Support, die den Support machen, wollen wir auch nicht haben. Andernfalls, wir sind alles nur Menschen, man kann über alles diskutieren. Diskutieren nicht, aber über. Oh Gott, ey! Über alles sprechen, das ist gar kein Problem. Auch wenn ihr als Supporter oder Test-Supporter oder nur normale User Fragen habt, Probleme habt, irgendwas ansteht, sagt Bescheid. Wir sind da, um euch zu helfen. Das ist selbstverständlich unsere Aufgabe als, in meinem Fall, Administrator oder auch wie andere Leute auf dem Server, Moderator, Supporter, Developer. Das ist alles von uns. Was hat man schon gekauft? Noch nichts. Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Wir sind alles, jeder ist für jeden da. Und wer Fragen hat, der fragt. Dem wird auch sofort geholfen. So, jetzt habe ich noch keine Blöcke gekauft. Okay. Weil wir sind eine Community. Und wer Fragen hat, dem wird geholfen. Sofern ihr die Frage stellt. Keiner wird für irgendwas verurteilt. Nochmal ein kleiner Hinweis zur Bewerbung. Habe ich ja gerade schon gesagt, schreibt nicht so einen Einzeiler, das wäre schlecht. Kopiert die Sachen auch nicht. Wir erkennen das, wenn das irgendwoher kopiert ist. Und wäre richtig schlecht. Also wenn wir merken, ihr bewerbt euch für einen Supporter-Rang oder für einen Moderator oder wie auch immer. Also ihr bewerbt euch bei uns für einen Rang und wir merken, die Bewerbung ist irgendwoher kopiert, dann gibt es einen Bann. Dann sprechen wir kurz mit euch, warum ihr das gemacht habt. Weil es kann ja auch sein, dass ihr die ursprünglich mal erstellt hattet und das einfach nur. Ja, dass ihr quasi euch auf mehreren Plattformen bewerbt und das eure Bewerbung ist, dann reden wir vorher mit euch. Wenn das da so sein sollte und das glaubwürdig rüberkommt, ist es okay. Wenn wir merken, nee, ihr verarscht uns, dann gibt's einen Bann. Weil solche Leute braucht man nicht. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn man irgendwelche Leute auf dem Server hat, die Rechte haben, aber die eigenen anderen Leute verarscht, indem man irgendwelche komischen Bewerbungen erstellt. Beide bekommen. Machen wir es hoffentlich zur Mitte. In der Hoffnung, dass wir auch noch mal irgendjemanden killen. Wir haben zwar schon ein paar Kills, aber halt noch nicht komplett alles. So. Genau, ganz wichtig ist noch fürs Equipment, was ihr braucht. Das ist auch beschrieben auf der Homepage, aber ich sag's trotzdem noch mal. Ihr braucht nicht die Ultra-Hardware des Todes, das wäre Schwachsinn. Wenn ihr jetzt da, also ihr braucht es nicht nur, weil ihr Supporter bei uns werden möchtet. Oder wenn ihr einen Rang haben möchtet, euch Equipment für was weiß ich, wie viel 1000 Euro kaufen oder wie viel 100 Euro. Es reicht normal gutes Headset, also ein Mikrofon. Das ist vollkommen ausreichend. Und wünschenswert wäre noch, dass ihr einen Computer habt, mit dem ihr aufnehmen könnt. Das muss nicht in Full HD sein. Aber dass ihr schon so Games aufnehmen könnt. Ein Programm zum Aufnehmen kriegt ihr von uns. Das ist kein Problem. Wir haben eine unbegrenzte User-Lizenz von Bandicam. Da könnt ihr also jederzeit eine Version, eine Lizenz von abhaben. Hoppala. Das ist gar kein Thema. Aber ein bisschen Hardware-Ausstattung solltet ihr halt schon mitbringen. Dass man, wenn ihr zum Beispiel auf dem Minecraft-Server seid, sei es hier oder bei uns auf dem Server, dann solltet ihr schon aufnehmen können, wenn irgendwas passiert. Und dadurch halt, weil ihr brauchtet immer ein Backup, wenn ihr irgendwas macht. Das ist gar nicht gern gesehen, wenn irgendjemand irgendein User bannt, ohne dass der Bann gerechtfertigt ist. Das wollen wir nicht. Das gibt's auch nicht. Der wird sofort wieder von uns entbannt. Und das ist halt leider sehr schade, wenn ihr euch so die Mühe damit macht, irgendeinen User zu bannen und dann das nicht aufgenommen habt. Ist einfach so. Darum, kümmert euch darum, es muss nichts Teures sein. Ich kann euch gerne auf Anfrage, ihr könnt gerne bei uns in TS kommen und anfragen, was wir euch denn empfehlen würden für Sachen zum Aufnehmen. Das ist alles gar kein Problem, da helfen wir gerne weiter. Es gibt ja auch schon günstigere Hardware, die man nutzen kann dafür. Fragt einfach mal nach, kommt in TS, Adresse ist unten verlinkt, es ist mapldv.de, gilt für alles, für die Minecraft-Server. Für den einen Minecraft-Server, das Projekt läuft auf einer anderen Adresse. Sage ich, wie gesagt, heute noch nicht zu. Und jetzt ist hier ein Block über mir, ich kann kotzen. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss aufhören, so viele neue Sätze anzufangen, die gar keinen Sinn ergeben.
egal. Auf jeden Fall. Kommt erstmal auf den Channel, auf den TS bei uns, informiert euch, stellt euch erstmal vor. Und dann könnt ihr euch gerne bewerben. Und dann erzählen wir uns euch auch eben, was ihr so braucht und was wir empfehlen würden, was auch nicht zu teuer ist. Und dann passt das auch alles. Wie gesagt, wir sind ja alles. Wir sind alle für Anregungen offen. Na, der Mönch kriegt verdammt. Dann hab ich auch nicht gegessen, das gibt's eigentlich nicht. So, da generieren wir erstmal schön. Warten einen kleinen Moment, ich hoffe, wir fallen nicht runter. So, ich hoffe, ich komme da hoch. Nein! Oh nein, ist das ärgerlich! Ich dachte, das wäre, dass man da drauf springen kann. Ich habe die Blöcke, die unsichtbaren Blöcke nicht gesehen. Also die Glasblöcke nicht gesehen. Ach Mist! Dann haben wir da ein bisschen Gold, das ist schon mal schön. Dann holen wir uns, equipen wir uns ganz schnell wieder. Warum ich die zwei gekauft habe, weiß ich nicht. Ist egal. So. Zack. Kiste haben wir. Was brauche ich noch? Ein Pfeil wäre natürlich nicht schlecht für den Bogen. Dann brauchen wir ein paar Blöcke. Wir brauchen Rüstung. Und ein Schwert. Nice. So. Du gehst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Nee, das ist schöner so. Ja. Und weil es gerade so lustig ist, holen wir uns noch Haste. Und ein Apfel. Apfel sind gesund. Apfel sind gesund. Ha, deutsch, deutsch. Äpfel sind gesund. Oh Gott, da hat's geklingelt. Ich gehe mal ganz schnell zurück bei mir in die Base. Ich krieg nämlich gerade Besuch für ein neues Projekt. Müssen wir es abklären. Dass die Person jetzt schon kommt, ist ungünstig, aber gar kein Problem. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment bitte. Ja, da war das Gameplay leider genau in dem Moment, wo ich das Zimmer verlassen habe. Schade, kommt mal vor, ist gar kein Problem. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Abo könnt ihr auch gern vergeben. Noch ganz kurz zum Support. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Könnt euch gerne bewerben. Die Bewerbungsphase endet am Freitag. Und dann wird entschieden, wer Supporter wird und wer nicht. Geld gibt's natürlich, habe ich ja schon erwähnt. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.